Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord mit meiner bereits vierten Staffel und der jetzt 36. Folge in der Vorproduktion am 13.01.23. Bevor es aber losgeht, wie immer ein herzliches Dankeschön und zwar diesmal an, ich habe keine Ahnung, wie man dich ausspricht, entweder 83 Cyber oder Sibre oder B-Sibre, keine Ahnung. Auf jeden Fall hast du am 7.05.22 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Numero 814. 83 oder wie auch immer man dich nennt, verschwindet jetzt aber wieder. Aber wir legen noch nicht sofort los, liebe Leute. Der Timer wird auch noch nicht gestartet, denn ich habe schon wieder getan. Ich habe schon wieder eine Mod installiert. Die finde ich gut, die finde ich toll. Und zwar geht's um, Moment, Schawupp. Und, Moment, wo haben wir es denn? Schawupp. Es geht mir um die RTS Command. Ich habe jetzt hier oben rechts, seht ihr schon mal hier im Workshop von Steam, damit ihr auch mal wisst, wie ihr solche Mods findet, ohne jetzt hier ewig 3 Tage durchscrollen zu müssen. Hier oben gibt es einen Suchbegriff. Feld. Da einfach mal RTS Command eintippen. Enter. Oh, jetzt habe ich noch einen Router hinter. Egal. Und jetzt ist ganz wichtig, wenn ihr die Vollversion des Spiels spielt und nicht eine Early Access Beta Version noch, weil man da auch zurückpatchen kann über PC, auf jeden Fall über Konsole glaube ich nicht, aber über PC geht das. Wenn ihr die Vollversion spielt, achtet darauf, dass ihr die richtige Version euch schnappt, und zwar die Vollversion. Hier V wie Vollversion tatsächlich, obwohl ich nicht weiß, warum da nicht F steht, aber egal. Und dann einfach auf Abonnieren klicken. Es gibt einen kleinen Download von, ich glaube, 200 oder 300 MB, wenn überhaupt so viel. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen, wie viel das wirklich war. Und dann kommt erstmal asiatischer Text, aber oben steht auch schon Englisch below. Und hier unten steht klein und ganz knapp und schön auf den Punkt gebracht, auch zur Erklärung. Wie funktioniert das Ding? Es ist einfach so, mir ging es darum, wir hatten ganz, ganz oft den Moment gehabt im Kampf, dass ich meine Infanterie gerade gegen die Feindliche schicken wollte. Und die Hälfte meiner Infanterie ist aber zurückgelaufen, weil ein einzelner Reiter an unserem Rücken stand. Die andere Hälfte ist vorne gegen den Feind gelaufen und da einfach jämmerlich gestorben, weil die Hälfte der Armee gefehlt hat, ne? Hatten wir ganz oft erlebt. Mit dieser Mod kann ich zum Beispiel sagen, mit einem mittleren Mausklick auf eine feindliche Einheit rennt meine Infanterie wirklich nur auf diese Einheit, die ich angewählt habe. Alles auf dem Weg dahin wird nicht ignoriert. Wenn es irgendwie zum Kampf kommt, wird es natürlich auch bekämpft, was ich sehr gut finde. Also an dem automatischen Überlebensinstinkt unserer Truppen wurde nicht rumgemoddet. Während ich im Befehlsmodus bin über diese F-Tasten, kann ich auch ebenfalls mit einer mittleren Maustaste eine komplette Einheit auswählen. Ist jetzt nicht unbedingt notwendig, weil ich mache das sowieso schon aus Gefühl heraus immer mit den F-Tasten. Aber durchaus manchmal praktisch, denn die anvisierten Einheiten kriegen so einen kleinen farblichen Rahmen. Ich kann dann zum Beispiel sehen, hey, warte mal, hier stehen 2 Einheiten drin. Und das sind jetzt zum Beispiel 20, 30 Mann, so auf den ersten Blick grob geschätzt. Die könnte ich mal rausziehen und in die Flanke stellen. Und von dort aus einen Flankenangriff machen. Sowas zum Beispiel. Bringt also bessere strategische Überlegungen. Jetzt fragt sich der eine oder andere, der sich mit den Mods auskennt, wahrscheinlich noch, warum hast du jetzt nicht auch gleich noch die RTS-Kamera mit reingenommen? Die finde ich zu OP, ehrlich gesagt. Zum einen, Schadensberechnung wird komplett geändert. Verhalten der KI, also auch vorne beim Schildwall an Schildwall gegeneinander, wird komplett verändert, sodass es sich wirklich extremst in die Länge ziehen kann. Und teilweise habe ich auch schon gesehen, es ist immer noch verbuggt durch die Mod, im Sinne von, die stehen teilweise einfach nur sich gegenüber und gucken sich an. Also es geht nicht weiter im Kampf. Die Schlachten sind sowieso schon lang genug, da muss ich das nicht noch unnötig in die Länge ziehen. Außerdem hat die Kamera Mod noch den riesigen Vorteil für die Benutzer, dass du aus der Vogelperspektive mitten im Kampf Befehle geben kannst. Und das möchte ich nicht. Ich möchte das Erlebnis haben, dass ich mitten im Feld stehe, nach links und rechts gucke, was hinterm Berg ist, sehe ich nicht, fertig, aus, ist der Lachs. Okay, ich benutze relativ oft die Alt-Taste, das sollte ich mir vielleicht mal abgewöhnen, aber das mache ich eigentlich nur, um zu gucken, wie weit ist der Gegner noch entfernt. Ja, so viel dazu. Ich denke, das ist, wird uns Spaß machen. Ich blende das jetzt hier wieder aus und wir legen endlich mit der richtigen Folge los, denn wir befinden uns in der Situation, dass wir gerade frisch die Burg Resos erobert haben. Das war ja noch am Sonntag der letzten Woche, wo hier meine Folgen gekommen sind. Und gleich schon mal vorweg, es geht heute wahrscheinlich auch gleich weiter mit der nächsten Belagerung, denn da ist jemand auf dem Weg nach Diatma. Mit 634 Truppen, ja, würde er es bestimmt schaffen, je nachdem wie viele Verteidiger hier drin sind, aber ich will helfen gehen, damit wir halt umso weniger Verluste machen. Denn hier oben ist safe
Sturgische Armee. Ich gehe davon aus, Imperium schlägt erst die Sturgier zurück, eben weil die halt weit weg sind und wird sich dann zu uns wenden. Ich will, dass diese Armee so wenig wie möglich Verluste hat, genauso wie meine Armee, damit wir zusammen agierend gegen die imperiale erste Armee vorgehen können. Hoffentlich. Und dann so schnell wie möglich mit ausreichenden Einflusspunkten einen Frieden beantragen, weil dann haben wir eine Burg und eine Stadt mehr als vorher. Dann ist das schon mal ein Teilsieg, eine Teiletappe. Außer natürlich, wir sehen, die haben mächtig Probleme. Dann überlege ich es mir nochmal. So, jetzt Dinge tun. Burg Resos brauchen Statthalter. Ich habe mal geguckt, wer sich momentan am besten dafür eignen würde. Und das ist tatsächlich meine Frau Efi. Weil die ist schwanger. Sie ist schwanger und ich finde, sie sollte da rein. Achso, wartet mal, ich muss ihr vorher noch was wegnehmen. Moment. Hier. Nee, da. Nee, auch nicht, da. Ach, lange nicht gespielt. Fast 2 Wochen nicht. So, sie hat ja noch dieses Banner hier, verringerter Moralschock. Das galt, glaube ich, der Kavallerie? Nee. Ich hatte sie eine Zeit lang als Bogenschützenhauptmann reingestellt. Genau. Das Banner nehmen wir ihr weg. Wer ist jetzt Bogenschützenhauptmann? Fragt mich lieber nicht. Du, genau, dir fehlt noch ein Bogen. Du kriegst das Banner. Hat jetzt erlittenen Schaden durch Fernkampfangriffe? Da ist das hier tatsächlich besser. Und mehr wert. So. Gut, dann haben wir. Hab ich den Timer gestartet? Habe ich. Gut. Ja, ich habe immer noch keinen Bogen. Das ist doof, ne? Ich muss halt in der nächsten Stadt mal einen Bogen kaufen. Ich vergesse ständig. So, jetzt überlege ich noch, nehme ich ihr noch mehr weg? Weil ich soll jetzt erstmal nicht kämpfen die nächste Zeit. Und wenn ich mir das hier angucke, könnte ich das deutlich besser gebrauchen. Genauso wie vielleicht auch das Pferd. So. Das Pferd ist 33.000 wert? Das Ding 118.000? Gut, ich glaube, wir lassen die Belagerung sein und bauen dann gleich erstmal 70 Werkstätten. Und nein, natürlich nicht. Geht doch gar nicht. Ich darf schon reiten. Ne? Ich habe die Reitkunst schon. Ist es denn so viel besser? Es hat einen Angriffsschaden weniger. Das ist verkraftbar. Reittierrang ist deutlich höher. Das heißt, die Verteidigungswerte müssten dadurch auch höher sein von dem Tier selbst. Deswegen kann ich es in Kauf nehmen, dass es 30 Lebenspunkte weniger hat. Manöver ist besser und Geschwindigkeit um Welten besser meins. Dazu werden wir die Geschwindigkeit jetzt noch ein bisschen verringern, aufgrund dessen, dass wir einfach mal fette 20 Rüstungspunkte mehr fürs Pferd bekommen und einen Rüstungsrang höher. Achso, wie schwer ist es denn? 15 Kilo, ist okay. Und damit haben wir jetzt auch ein richtiges Kataphraktenpferd sozusagen. Ja, Kataphraktenschuppenrossrüst, Harnisch. Ihr wisst, was ich meine. Wunderbärchen, würde ich sagen, Wunderbärchen. Warum trage ich denn ein Schildschadenbanner? Ist ja alles durcheinander, ey. Achso, weil es das erste Ding war, was ich gewonnen hatte, stimmt. Garn. Garn, du hast Moralschock verringern um 0,1, das ist schon ganz gut. Efi wird ja gleich weggehen. Nathanos führt nichts an. Doch. Jetzt, wo Evi weggeht, wird Nathanos die Kavallerie anführen. Was geben wir einem Kavallerietypen? Ah. Sie führt nichts an. Sie ist eigentlich nur dabei, damit sie endlich schwanger wird. Du bist unser Bogenschützentyp, genau. Verringerter Moralschock. Erlittener Schildschaden. Nee, ich gebe ihm dann doch das hier. Und dafür kriegt Nathanos... Wo ist es denn? Ach nee, ist das schon das hier. Dafür kriegt Nathanos das hier. Ich werde mir mal die anderen Banner aufheben, weil vielleicht werde ich mich nochmal umentscheiden. Dann habe ich jetzt aber gesehen, dass die Schwägerin noch gar keinen Schal oder sowas trägt. Ach, ich habe auch nichts dabei, was ich ihr geben könnte. Na gut. Okay, dann aber jetzt Efi. Warte mal, nimm mir das mal kurz weg. Frau, was machst du? Nicht vor den anderen. Oh, da ist die Körperpanzerung aber deutlich... Ah, 2 Rüstungsstufen.
Alle mal weggucken. So. Jetzt Rang 3, Rang 3, Rang 4. Da bin ich jeweils schon besser dran, ne? Ja. Hier noch Rang 4, was hat sie da? 13,5? 16,10, okay. Haben wir einfach mal Rüstungen getauscht und die Pferde getauscht. Jetzt denke ich mal, sind wir durch und jetzt kann ich sie endlich auch zur Statthalterin machen. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, tut mir leid, aber das muss halt auch manchmal sein. Also, Evi hat nämlich Vorteile. Einmal schnellere Gebäudeproduktion, 2,75. Es gibt welche unter uns, die sind da besser, glaube ich. Oh, doch nicht. Wodurch hat sie das? Ach, weil sie schon Baukunst ein bisschen geskillt hatten. Ja, wunderbar. Okay, dann Garnisonslimit um 30. Gut, ist jetzt nicht erstmal ganz so wichtig in dem Fall. Milizrekrutierung ist auch nicht so das, was ich möchte unbedingt. Aber Militärgebäudeproduktion wird um 30% schneller sein. Das ist schon mal ganz nice. Die Garnisonen in von euch regierten Siedlungen erhalten 10% mehr Erfahrung aus Schlachten. Ich hätte mir generell einen passiven Erfahrungsbonus gewünscht, aber okay. Aber regierte Siedlungen, und das ist eine, 1 Sicherheit pro Tag mehr. Sicherheit ist super wichtig, auch für die Loyalität und so weiter und so fort. Da 0,5 Miliz pro Tag, na gut, okay, die können wir dann noch zur Not wieder entlassen, wenn es sein muss. Fernkampftruppen in Garnison von mir regierten Siedlungen bieten 30% mehr Sicherheit. Sehr gut. Und nochmal eine Miliz am Tag pro Tag mehr. Das heißt 1,5 Miliz am Tag. Okay. Erstmal besser als nichts. So, jetzt ist sie erstmal der Statthalter. Wir brauchen hier mal ein bisschen Knete. So. Zack, dann geht es nämlich halt noch schneller. Es wird nämlich gerade eine Kaserne gebaut. Wohnquartiere für die Garnisoten. Nimm das mal raus. Dann geht es nämlich jetzt ans Festgelände. Das wiederum bringt. Wo steht es nochmal, was das bringt? Ach da! Unten links, unten rechts. 0,5 Bonus auf Siedlungstreue. Treue? Haben wir gerade ein kleines Plus aufgrund dessen, dass die Kultur des Statthalters die gleiche ist? Und wir haben nicht diesen Malus von minus 3, dass die Kultur des Lehnsherren eine andere ist. Okay, was wird danach gebaut? Die Kornkammer wahrscheinlich, ne? Was ist das für ein Symbol? Ja, Kornkammer. Kornkammer bringt nochmal. Ja, okay, kann man so lassen. Und danach gäbe es Fest und Spiele. Noch mehr Treue dazu. Möchte ich was anderes haben? Dorfwachstum vielleicht. Momentan sind die Dörfer noch guter Dinge. Noch. Kann sich aber schnell ändern. Steigerung der Siedlungsmiliz. Wohlstand. Wohlstand ist tatsächlich recht niedrig. Ich gehe danach mal auf Unterkünfte. Ja. Das soll sie erstmal machen tun. Es wird jetzt hier, wie lange dauern? Gab es hier nicht irgendwie so eine Prognose, wie lange es noch dauern wird? Hier 18 Tage, okay. Passt erstmal. Haben wir irgendwas übersehen? Eigentlich wächst jetzt alles. Das ist sehr gut, vor allem Nahrung. Brauchen wir wieder richtig Reserven. 7 Milizen am Tag kommen hier rein. Das ist mir zu viel, ehrlich gesagt. Garnison wäre mir lieber, aber gut, können wir jetzt nicht ändern. Ich sage jetzt hier erstmal fertig. Und dann sagen wir noch, dass wir die Garnison verwalten wollen. Denn ich habe gesehen, Moment, bei meinen Truppen. Ah, hier. Wir haben schon 25 Bogenschützen. Wir haben auch schon 8 berittene Bogenschützen. Ich kann momentan nur 113 haben. Das heißt, rein rechnerisch gesehen, muss ich so machen, dass ich erstmal nur auf 10 berittene Bogenschützen gehe. Das wiederum bringt mich auf den Gedanken, okay, ich gebe jetzt hier noch 3 Bogenschützen wieder ab. 2 von denen werden dann zu berittenen Bogenschützen. Alle anderen werden zu Palastwachen. Und das heißt für mich in der Garnison, ich sage, wo sind sie denn? Ich sage hier, dass wir 3 abgeben, wie gesagt. Und dafür nehme ich jetzt aber hier die ganzen Rekruten mit. Die möchte ich nämlich ein bisschen aufwerten. Dann nehme ich noch Legionäre mit. 2 Stück, dass wir wieder ein bisschen härtere Infanterie haben. Oh, hier gibt es auch noch ein paar. Und 2, 3, 4. Dann kann ich jetzt noch 10 Leute mitnehmen, theoretisch. Moment, wie teuer wart ihr? Ihr seid für eine Garnison zu teuer. Die auch. Die auch. Obwohl. Ich glaube, ich lasse sie mal.
So, Moment. Es muss halt ein bisschen aufgeräumt werden, ne? Bevor man in die Schlacht zieht. Das kostet mich jetzt aber keine Moral, ne? Nee. So. Garnison weiterverwalten. 10 kann ich noch mitnehmen. Jetzt haben wir ja bloß noch 37 Leute drin. Das ist ein bisschen wenig, ne? Ich lasse die jetzt erstmal. Ich muss die später noch weiter aufräumen. Elite-Pikinier. Das ist doch auch wieder so ein teurer Scheiß. Ja, weg damit. Ne, die sind in Ordnung. Vom Preis her. So, Moment. Ich bin so doof, ne? Warum habe ich die weggeworfen? Ach nee, alles gut. Ich wollte gerade sagen, ich hätte sie doch einem anderen Dude aus unserer Armee geben können, aber das sind ja alles nicht meine Clanmitglieder. Stimmt. Obwohl, geht's trotzdem? Ich glaube, es geht trotzdem, wa? Könnt ihr mir gerne mal schreiben, wenn das wisst, wenn das wisst. So, jetzt haben wir es erstmal. Wow. So, Moment. Ich gehe nochmal rein. Lass mal kurz die Zeit laufen. Achso, einige Zeit hier warten. Schade, hat nicht funktioniert. Ich habe gehofft, dass jetzt aufgrund dessen, dass ich die Garnison ändere, dass unsere Beteiligten hier nochmal was reinlegen. Leider nicht. Na gut, wie sieht's hier oben aus? Belagerung läuft noch. Er ist auf dem Weg. Wir eilen zur Hilfe, um den ganzen Bums zu beschleunigen. Ich sollte nochmal vorher speichern. Ja. Übrigens auch wegen dem Thema Mod. Immer wenn ihr eine Mod installiert, gibt es hier und da immer so ein kleines Fenster und der fragt dann, willst du das wirklich laden? Wir garantieren dir keine Sicherheit und blablablub. Einfach mal auf Bestätigen gehen, dann den Spielstand überschreiben. Also wenn ihr den geladen habt, dann einfach nochmal speichern auf denselben Namen und so weiter und so fort. Dann passt das schon. Und ich sehe gerade, da hat jemand was geskillt. Wer denn? Ich selbst? In was denn? Ich sehe nichts. Mach mal die ganzen Meldungen weg. Oh, ich sehe gerade, die Sturgeier wurden besiegt. In Vogt. Sehr schön. Als Quartiermeister verringert den Nahrungsverbrauch während der Zugehörigkeit zu einer Armee um 10% oder aber Produktion von Werkstätten in eurem Besitz wird um 20% erhöht. Das nehmen wir. Und was noch? Belagerungsmaschinen werden 20... Oh, schön. Hier gäbe es bloß noch Statthalter, Garnisonssold. Nee. Zack. Schön. Das bei Vogt 20% schneller. Ja klar, Verwaltungstechnik, ne? Okay. Wie seid ihr aufgestellt? 400 Infanterie, 150 Fernkampf. Wie sind die aufgestellt? Sehe ich das schon? Oh, sie sind auch unterlegen zahlenmäßig. Sehr schön. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Da helfen wir. In der Hoffnung, dass meine Burg bis dahin nicht belagert wird. Wir schließen uns der Belagerung an. Die sind am Arsch. Und ich erhalte noch Baukunst. Gut, okay, das bringt mir recht wenig. Ich warte eigentlich nur darauf, dass unser jüngerer Bruder erwachsen wird. Okay, er baut Rambock. Er baut Türmchen. Gegner hat... Oh, Katapulte. Ah, Mist, ich wollte gerade draufklicken. Ich wollte den Legionär noch rekrutieren. Ah. Ach du Heilige, das macht er jetzt nicht wirklich, ne? Der Gegner hat 4 Katapulte und wir nur einen Rambock und nichts anderes. Na okay, die krasse Überzahl haben wir noch. Ach du Heilige. Aber gut, ich sag mal, ein Großteil unserer Armeen bestehen aus Rekruten aufgrund der vorigen Kriege. Können wir mal gucken. 164 Rekruten. Und hier? Lol, auch 144. Moment. 145 Rekruten bei ihm und bei mir 164. Also ein Großteil der Truppen aus der Infanterie besteht einfach aus Rekruten. Von daher tut es nicht ganz so sehr weh. Hoffe ich mal. Ich bin so gespannt, wie die Stadt bekommt. Erstmal müssen wir schauen, wie das Gelände hier aufgestellt ist. Hier Katapult, da Katapult, da Katapult, da Katapult. Ach du Heilige. Das Gute ist aber, die haben einen toten Winkel in die Richtung und die nach unten. Das hatten wir ja schon mal gesehen, ne? Und hier gäbe es eigentlich eine Rampe? Okay. Ach, ich darf selbst was anführen. Oh. Aber will ich das? Ich meine, wir kriegen hier aber auch von der Seite drauf, ne? Jetzt muss ich erstmal schauen, wo wir dann angreifen wollen überhaupt.
Ich denke, wir gehen eher hier drauf. Da kann man sich recht schnell den Turm schnappen. Da Bogenschützen drauf und dann hier mit der Infanterie durchrollen. Also? Ja. Abigaloppi! Mir nach. Ich habe jetzt nur nicht geguckt, gibt's da überhaupt Leitern an der Stelle, ich Depp? Scheiße, nein! Hier gibt's keine... Scheiße! Ah! Doof! Doof. Ganz doof. Typisch ich. Ah, sie haben keine Streumunition. Das ist gut. Au, es tut aber trotzdem weh. Hier sind die Leitern. Shit. Okay, ich stelle mich hier schon mal ab. Bogenschützen. Da. Nein. Och, come on. Dahinter. Hier. Daran. Moin! Sehr schön. Er nimmt nur wirklich ein Ende an Truppen. Das macht mir ein bisschen mehr Sorgen. Leute, er ist runtergefallen! Oh, weiternehmen ist auch vorbei. Mist. Lol. Sehr schön, stellt die Leitern auf, Männer. Oh, wir machen Verluste vom Feinsten. Wo ist die zweite Leiter da hinten? Hier mal fragen, wo die Infanterie bleibt. Also sie kommt gerade. Gut. Hi! Fall tot um! Fall bitte tot um! Danke! Ach, Mist. Ah, gut, unsere Bogenschützen machen gute Arbeit. Was? Genau, hoch mit euch, Männer! Aua! Mist. Aua! Oh, das klang nicht gut. Ich brauche mal einen anderen Schusswinkel hier oder sowas. Beziehungsweise ich stelle mich nochmal auf ein Pferd. Da habe ich ein kleines bisschen bessere Sicht, aber nur ein kleines bisschen. Nein! Entschuldigung! Oh lol, sie laufen schon weg. Oh lol! Okay, Angriff! Lasst mich vorgehen! Danke. Ich sehe da rechts zwischen den Zinnen einen Kopf hängen. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen umzustellen, Leute. Moment, ich habe die ganze Zeit, ohne es zu checken, noch Infanterie-Einstellung drin gehabt. Ich brauche aber mit Blickrichtung. So, helfen wir erstmal hier aus. Warte mal, sind das Feinde oder Freunde? Gut, das sind Freunde. Nice. Riesenungewöhnung als Infanterist auf Blickrichtung zu stellen. Oh Gott, nee. Als Kavallerist super. Als Infanterist komme ich gerade gar nicht klar. Sie laufen weg. Komm her hier! Sackfresse! Hey, wir haben einen Katapult leer geräumt. Warte mal, ich muss das wieder umstellen. Als Infanterist geht das gar nicht, ey. Mit Bewegung. So. Jetzt kann ich wieder gezielter zuschlagen. Jungs, greift ihr auch mal an? Frag nur für einen Freund. Wo sind eigentlich die anderen, die Verbündeten? Alle vom Tor wahrscheinlich, wa? Aua! Warte! So, fress Scheiße! Lol, nein, getroffen. Warte! Ey, warte mal, wo ist mein Schwert? Nein! So. Guten Bärchen. So. Ja, köpfe sie! Ich komme so langsam auch mit den unterschiedlichen Farbnuancen klar zwischen Imperium. Aua! Wer war das? Zeit, dass wir hier mal ins Tor ausgehen und ein bisschen geschützter sind. Na, willst du auch? Achso, ist einer von uns, okay. Na, nun nimm doch. Da, geht doch. Ah, dann kommt feindliche Verstärkung, okay.
Einfach mal reinhalten da. Und was treffe ich schon? Jo. Hey, aufgelevelt. Schön. Aua. Warte. Ich war noch nicht so weit. Aua. Danke für die Hilfe. Oh, hier können wir auch noch ein bisschen reinheizen. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht getroffen werde dabei. Ich glaube, ein Treffer nicht mal um. Ah, wir sind durchs Tor. Sehr schön. Sie laufen. Und sie laufen unseren Leuten in die Arme. Ups. Und da sehe ich gerade zu wenig. Oh, Mist. Sie haben das Katapult noch einmal benutzt. Aber nicht getroffen. Oh, nein. Die Schwägerin. Entschuldigung. War vielleicht ein Zeichen im Sinne von, lass dich mal anpieksen, aber nicht von mir. So, ist hier noch irgendwas drin? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, das Tor haben sie leer gefegt. Oh, sie haben doch Fackeln. Hab schon gesehen, dass man dafür eigentlich eine extra Mod braucht, aber hier wurde nicht. Ach, hier drüben haben sie sich drauf konzentriert gehabt. Ich habe mich schon gefragt, wo unsere Verbündeten bleiben. Na gut, das Ding ist erledigt, würde ich sagen. Kann ich jetzt hier nicht beschleunigen, ne? 105 Verluste insgesamt aus meiner Truppe bisher 0. Okay, ja, kann man so lassen, würde ich sagen. Hab das jetzt mal. Ach, meine Bogenschütze stand die ganze Zeit noch da unten, ne? Ja, teilweise noch ohne Munition. Was lebt denn da noch? Zwei Hansels. Oh, come on. Wahrscheinlich wieder irgendwo festgebacken. Keiner kommt ran, wa? Ah, gut, wir haben's. Warum kommt die Melodie, als wenn wir verloren hätten? Ja, sie hatten keine Streudinger. Einfache Katapulte. Sehr schön. Okay. Kann man machen, muss man aber nicht. War ein bisschen verlustreicher, als ihr wollt. Mein Kaffee ist leer. Scheiße. Dann nochmal auffüllen zwischen den Folgen. Jetzt sind nochmal 20 da. Ich darf nicht dran teilnehmen, weil ich unter 20% habe. Toll. Gut, wieder kein Toter. Sehr schön. 5 Ansehen. Einfluss. Moral. 11% der Beute nur. Hm, halt. Aber Einfluss müsste es gleich nochmal mehr geben, oder? Na gut, es kam jetzt nochmal 7 Einfluss um drauf, ja, stimmt. Aber nee, warte, danach nochmal, danach. So, vielen Dank, ja, gerne doch. Das wiederum hat sich gelohnt. 34 Truppen, die wir rekrutieren können. Moment. So. Was haben wir denn da Schönes? Ich habe schon einen schweren Kataphrakten gesehen. Einen Elite. Oh. Zack, Zehntausende von Denare eingespart. Sehr schön. Legionäre, Kataphrakten. Oh, herrlich. Infanterie-Veteran. Die drei hier noch. Den Rest. Oh, Palastwache. Gut, dann kann ich wiederum den Überschuss in meine Garnison bringen. Oh, genau auf den Nenner. Wow. Ja, passt. Gefangene, 10. Ziemlich durchwachsen, wo man auch noch minimal was rausrekrutieren könnte. Würde ich mal sagen, der wird gesperrt. Siehst du, der möchte schon rekrutiert werden. Das hatte ich ja noch fast vergessen. Der wird gesperrt, der nicht. Auch nicht, auch nicht. Ja. Das war verkauft. Schön. Jetzt bin ich gespannt. Nahkampfschaden um 0,05 erhöhen. Nee. Nee, nee, nee. Vielleicht für ihn noch? Das macht mehr Sinn. Das macht mehr Sinn. Es geht jetzt nicht um Schockschaden. Ich glaube, Schockschaden gibt es ja auch gar nicht als Wert. Schade, davon nichts erobert. Na gut. So, was haben wir hier Schönes? Müll. Noch mehr Müll. Okay, wir gucken gar nicht erst weiter. Wir können es verkaufen. Außer für die Schwägerin. Sie braucht noch so einen Umhang hier. Dann, obwohl. Oh, schau mal, da guck.
Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass sie noch nicht so gut ausgerüstet ist. So, haben wir einen Bogen? Mist. Ah, alles nicht so der Renner hier. Was haben wir hier? Knüppel. Hat irgendjemand von uns überhaupt einen Knüppel? Ich glaube nämlich nicht, ne? Nee. Wir sind alle aufs Schwert gegangen. Das ist ein Infanteriespeer. Nee, bringt auch nichts. Gut. Wunderbar. Oder auch nicht. Tschüss, Sikorowski. So, und zack, jetzt habe ich wieder die Lebenspunkte hinzubekommen, aufgrund dessen, dass ich ja mal Heilkunst geskillt hatte. Und nee, ich bekomme keinen Einflussbonus. Ja, klar, ich habe die Belagerung nicht gestartet, deswegen. Okay. Er dankt euch, der Tarsinor dankt euch, dass ihr bei der Belagerung von Diatma geholfen habt. Ihr konntet eure gefallenen Feinde plündern, nehmt jedoch nicht an der Plünderung der Stadt selbst teil, da ihr nicht zu der Armee gehört, die sie eingenommen hat. Er hat geplündert? Wow. Okay. Gut, auch in die Taverne. Die paar Gefangenen, die ich habe, werden verkauft. Was bist du für jemand? Ich habe rekrutiert. Gab es ein Autosave? Nein. Scheiße! Der scheint es generell rauszunehmen, sobald ich hier sage, ich möchte sie nicht verkaufen. Jetzt habe ich hier Leute rekrutiert, die ich gar nicht haben wollte. Blöd. Und welche Söldner für 1600, ey, Mann. Was haben die für Werte? Das ist irgendwas Assereimäßiges, wa? Naja, komm hier. Weg. Auch weg. So, gib mir einen Einflusspunkt. Wow. Blöd, ey, 1600 verschwendet. Shit. Handel. Hier. Wir verkaufen wieder alles, was weniger als 100 wert ist. Auch wenn ich gerade im Moment eigentlich wieder viel einschmelzen müsste. Hier kann alles raus. Hier kann auch alles raus. Hier geht das Schnuckelchen raus, das Schnuckelchen raus. Was habt ihr Schönes da? Mir ist nämlich was aufgefallen, liebe Leute. Ich habe nämlich mal ein bisschen nochmal die Sachen angeguckt hier mit den Pferden. Das hatte ich, glaube ich, schon in einer der letzten Folgen erwähnt. Und zwar, ich habe ja für meine ganze Infanterie eigentlich immer die Reitpferde genommen. Reitpferde haben aber keinen bestimmten Reittiertyp. Und es ist mittlerweile wohl so, das war am Anfang nicht, als ich mit dem Let's Plays angefangen habe. Da habe ich es immer probiert und die hat mir dann damals auch alle geschrieben, hey, ist nicht mehr so oder ist noch nicht so, macht keinen Unterschied und blablablub. Ich hatte anfangs gedacht, die Werte der Geschwindigkeit der Pferde würde auch die Geschwindigkeit meiner Truppe beeinflussen. War tatsächlich nicht so. Wir hatten es durchprobiert. Nur hatte ich mir aber von einem kleineren YouTuber, ich habe gerade seinen Namen vergessen dummerweise, aber auch ein deutschsprachiger, den ich gleich abonniert habe, weil ich das so gut fand, wie er es gemacht hat. Der hat nämlich ein Video gezeigt, wo es tatsächlich einen Einfluss macht. Ob ihr Reittiertyp Pferd habt, mit relativ hoher Geschwindigkeit auch, oder ob ihr Reittiertyp nichts habt. Ihr seht ja hier auch den ihr seht nicht den Unterschied. Moment. Nathanas, was für. Du reitest wieder was Besonderes. Ach, die hat auch so ein Ding. Oh. Ich mach mal kurz den Unterschied hier. So. Jetzt hat sie ein Reitpferd, ne? Wenn ich jetzt aber Reittiertyp Pferd nehme, seht ihr auch schon. Geschwindigkeit, enormer Unterschied. Angeblich ist es so, dass das auch einen Unterschied hier macht. Das heißt für mich, alle Reitpferde werden wahrscheinlich zu Wurst verarbeitet. Und Haut, glaube ich. Ich glaube, Haut kommt auch bei rum, ne? Kann ich gerade nicht sehen. Was ist das hier? Achso. Und wir werden uns mit der Zeit mittleres Alter holen, denke ich. Das sind momentan die günstigsten. Das sind ja schon wieder die noch heftigeren hier. Sind zwar auch schneller, aber auch nicht wesentlich schneller, aber auch deutlich teurer, ne? Also mittleres Alter nach und nach werden wir holen. Oder Vergleichbares, was in Massen vorhanden ist. Aber nicht jetzt. Jetzt wollte ich mal endlich unserem bittersudenen Bogen zulegen. Wenn er dann schon einen führen kann, der hier vorhanden ist? Nö, natürlich nicht. Gibt's doch nicht! Nur Flachpfeifenbögen, erst die Flachpfeife und deswegen kriege ich keine vernünftigen Flachpfeifenbögen. Mist. Na gut. Aber ich bekomme ein bisschen Geld, das ist gut. Das ist schön. Was gäbe es hier noch mitzunehmen? Fisch ist recht günstig, ja. Wir fangen schon mal an, die Midlands zu kaufen, ne? Davon habe ich schon 22. Ach, schön. Okay.
Es wurde gelevelt. Ich in Ausstrahlung. Sehr schön. Ah ja, weil ich geholfen habe, stimmt. So, jeweils persönlich 30% geringere Einflusskosten bei der Abstimmung für Angebote anderer. Aha. Rekrutierungsstufe von Stadthonoration wird um plus 1 erhöht. Oh! Das heißt, ich bekomme dann ein Slot mehr bei der Rekrutierung. Alternativ wäre 50% geringere Einflusskosten zum Initiieren von königlichen Dekreten. Oh, okay. Das ist sowohl jetzt als Fraktionsangehöriger als auch später als König sehr viel sparender. Erhöht die Rekrutierungsstufe ebenfalls. Ah nee, das ist Land. Das ist Stadt. Aha! Also hier Dorf, da Stadt. Das ist jetzt tatsächlich wichtig, Leute. In den Dörfern, haben wir schon erlebt, sind sie oftmals nicht nur Rekruten, in den Städten schon. Ich nehme tatsächlich, Hitzkopf. Das hat auf lange Sicht, vor allem wenn ich später selber König bin und da selber königliche Dekrete vorschlage, viel, viel höhere Ersparnisse und an den Dörfern kriege ich mehr Truppen rekrutiert als in den Städten. So, und ein Fokuspunkt. Ausstrahlung kriegt jetzt den vierten. Bämsle. Mach ich bitte hier eben noch grün, damit ich das noch weiß beim nächsten Mal. Warte. So. Und jetzt wollen wir natürlich alle wissen, wer die Stadt bekommt. Ich am meisten. Aber nicht mehr in der heutigen Folge, liebe Leute. Ich muss noch ein bisschen Gas geben heute, weil ich will heute Abend noch streamen, also am 13.01. noch ein bisschen streamen. Und deswegen vorher noch alles schön aufnehmen. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.